Yakari und großer Grauer. Wohl an. Möge uns das Gewitter das Fest der Sommersonnenwende nicht verderben. Alle Pferde sind in großer Angst davor. Ja, dann wären wir gezwungen, das große Rennen abzusagen. Welche Enttäuschung für die Kinder. Seien wir zuversichtlich. Ja, ja! Los, Regenbogen, noch schneller! Ja, ich versuch's ja! Ja! Vorsicht, da vorne! Juhu! Nein! Nein! Oh. Alles in Ordnung, kleiner Donner? Ja. Entschuldige, großer Grauer. Es war meine Schuld. Ich hatte Angst zu stürzen. Wieso, Regenbogen? Ist doch nur ein Baumstamm, nichts weiter. Ich weiß, aber... Oh, es ist ein Fehler, bei diesem Rennen mitzumachen. Ach was, nein. Es ist für dich eben das erste Mal. Da hast du Angst. Aber es klappt. Du wirst sehen. Also gut, großer Grauer, dieses Mal verlasse ich mich ganz auf dich. Auf drei! Eins, zwei, drei! Was ist denn los? Kann es sein, dass du dich plötzlich fürchtest? Großer Grauer hat auf das Rennen auch keine Lust. Egal, ich gebe auf. Nicht, Regenbogen, warte! Oh, nicht doch! Ihr habt es doch gesehen. Wir sind nicht bereit dafür. Das sieht ihr überhaupt nicht ähnlich, so schnell aufzugeben. Sie hat einfach Angst zu verlieren. Was sonst? Großer Grauer hat sein Selbstvertrauen verloren. Das Gewitter. Hä? Vielleicht ist es das Gewitter, das ihm so Angst macht. Großer Grauer? Es ist meine Schuld, dass Regenbogen den Lauf abbrechen musste. Ich habe sie enttäuscht. Nein, sag doch sowas nicht. Lassen wir ihn. Morgen ist ein neuer Tag. Oh, Vater. Nur du allein kannst mir meinen Mut wiedergeben. Großer Grauer? Yakari! Na, was ist denn? Yakari, großer Grauer ist verschwunden und vielleicht kommt er nicht mehr zurück. Er fühlt sich zu nichts mehr nütze. Großer Grauer ist fort. Ich habe es im Traum gesehen. Oh, und ich bin schuld, denn ich habe ihn mit meiner Angst angesteckt. Das Gewitter kommt näher, das erschreckt ihn noch mehr. In meinem Traum folgte großer Grauer dem Wind. Wir suchen ihn. Lasst uns aufbrechen. Die Strömung ist viel zu stark. Es geht nicht anders. Und ich komme da auch rüber. Merkwürdig, als würde er auf das Gewitter zulaufen. Sonst läuft er immer davor weg. Hoffentlich geht es ihm gut. Sieh mal, wir kommen an einen Fluss. Hier hören seine Spuren auf. Dann gehen sie woanders weiter. Großer Grauer hat sicher einen Übergang gefunden. Klar. Dann suchen wir jetzt schnell das Ufer ab. Hm.
gekommen? Das verstehe ich nicht. Die Spuren können nicht einfach aufhören. Vielleicht ist er ja einfach rübergeschwommen. Durch diese Strömung etwa? Ja, genau. Er wollte sich damit was beweisen. Deswegen hören seine Spuren hier auch auf. Und er ist nicht über die Baumstämme gelaufen. Ich hoffe, er ist wirklich drüben. Suchen wir auf der anderen Seite. Ja, da sind sie. Ach, so ein Glück. Wir werden ihn schon bald finden. Folgen wir also seinen Spuren. Es war sehr mutig von ihm, den Fluss zu durchqueren. Wir müssen uns beeilen. Das Gewitter wird schon bald losgehen. Nein, das ist nicht breit genug. Das schaffe ich doch nie. Keine Angst, kleiner Donner. Du bist nicht allein. Vorhin. Er will seinen Mut auf die Probe stellen. Ja, aber so allein geht das nicht gut. Ich komme, großer Grauer. Warte, Yakari. Ich muss zu ihm gehen. Geh ruhig weiter, Regenbogen. Das schaffst du. Schau nicht nach unten. Geh weiter. Großer Grauer. Nur keine Angst. Geschafft. Siehst du, ich bin bei dir. Was für mich am allermeisten zählt, bist du und nicht das Rennen. Ich hab Schuld, dass du dich fürchtest, denn ich hab dich mit meiner Angst angesteckt. Komm jetzt. Zusammen werden wir das schaffen, genauso wie immer. Sie sind fast da. Wir haben es geschafft, großer Grauer, wir beide. Yakari, wir haben es geschafft. Bravo, kleiner Donner. Das Gewitter bricht los. Wir müssen Schutz suchen. Ich hatte so große Angst auf der schmalen Brücke und ich habe es nicht allein geschafft. Wir alle hatten große Angst. Ja, aber jetzt sollten wir hier verschwinden. Nein, ich muss erst noch zu meinem Vater. Nur durch ihn kann ich meinen Mut wiederfinden. Sein Vater ist Silberwind. Er und seine Herde leben hier oben. Silberwind? Wild und mutig. Der mutigste von allen. Er muss das jetzt tun. Es ist sein Weg, um seine innere Stärke wiederzufinden. Sein Vater. Sein Vater? Vater, ich brauche dich. Mein Sohn, ich freue mich, dich wiederzusehen. Trotz des Gewitters hierher zu kommen, ist sehr mutig von dir. Nein, mein Mut ist völlig verschwunden. Ich hatte Angst, ein Rennen zu verlieren und Regenbogen zu enttäuschen. Und am Fluss auch und auf der Brücke. Du meinst also, du wärst feige. Dann jedoch, trotz der Angst weiterzugehen, heißt mutig sein. Und genau das hast du getan. Es ist überhaupt nicht schlimm, seinen Mut zu verlieren. Glaub mir, er wird wiederkommen. Meinst du, er wird bleiben? Großer Grauer! Großer Grauer. Du bist sehr mutig, weißt du das? Hä?
Und nehmen wir trotzdem an dem Rennen teil, großer Grauer? Denn ich glaube, wir gewinnen. Ha, meinst du wirklich? Werden wir ja sehen. Nur ich glaub's nicht, kleiner Donner. Tanz des Luchses. Die Steine müssen für die Zeremonie bemalt werden. Bringt sie in mein Tipi. Da ist ja was los. Der Frühling kommt, kleiner Donner. Alle freuen sich auf den Tanz des Luchses. Der Tanz des Luchses? Was ist das? Jedes Jahr tanzt ein Auserwählter zu Ehren von Mishi-Pachu. Das ist der Geist des großen Luchses. Mishi-Pachu? Ein Luchs? Wieso? Eigentlich habe ich darüber noch nie nachgedacht. Der, der alles weiß, hat sicher eine Antwort. Bis nachher, kleiner Donner. Der alles weiß, kannst du mir sagen, warum uns ein Luchs den Frühlingsanfang verkündet? Ich werde dir eine Geschichte erzählen, die Legende vom Geist des großen Luchses. Vor sehr langer Zeit begab es sich, dass es kein Wild mehr zu jagen gab. Da träumte ein junger Sioux von einem geheimnisvollen Luchs. Ich, Mishi-Pachu, der Geist des großen Luchses, sorge für die Rückkehr des Wildes, wenn es dir gelingt, mir deinen Mut zu beweisen. Der junge Sioux machte sich auf und folgte dem geheimnisvollen Luchs tagelang. Mutig rettete er ihm das Leben, indem er ihn vor dem größten seiner Feinde beschützte. Darauf führte ihn der Luchs zu einem großen Felsen, mitten in den Weiten der Prärie. Und nun tanz für mich, junger Sioux. Und du kehrst die ganze Jagdzeit über stets mit reicher Beute heim. Das Wild kehrte zurück und der Stamm war gerettet. Und im Andenken an dieses Versprechen tanzt jedes Jahr ein junger Sioux rund um den heiligen Felsen, um Mishi-Pachu zu ehren. Schlaf gut, Yakari. Du auch, der alles weiß. Wirst du mir deinen Mut beweisen, Yakari? Kleiner Donner! Und, hast du gut geschlafen, Yakari? Ich habe die ganze Nacht von Mishi-Pachu geträumt. Nun, das ist vielleicht ein Zeichen. Wo willst du denn hin, der alles weiß? Zum heiligen Felsen. Ich muss die Zeremonie vorbereiten. Darf ich dich begleiten? Ja, mit Vergnügen. Der Stamm feiert den Tanz des Luchses rund um den heiligen Felsen schon seit undenklichen Zeiten. Und zwar lange bevor der Vater meines Vaters lebte. Aha. Oh, ich fürchte, das Gewitter verheißt nichts Gutes. Der Blitz hat den heiligen Felsen in Stücke zerrissen. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Jetzt müssen wir einen neuen Felsen suchen, denn ohne... Kein Tanz des Luchses. Und kein Wild, das wir jagen können. Unser Stamm befindet sich in großer Gefahr. Mishi-Pachu, Geist des großen Luchses, sende uns ein Zeichen. Dieser Luchs, das ist das Zeichen. Ach, das ist Mishi-Pachu. Und er hat dich auserwählt. So wie einst den Helden in der alten Legende. Zeig ihm deine Tapferkeit und er führt dich zu einem neuen heiligen Felsen.
Viel Glück, Yakari. Nun liegt es allein an dir, den Stamm zu retten. Wohin kann der Lux nur verschwunden sein? Oh, guten Tag, Yakari. Guten Tag, Schwarzschnabel. Hast du einen Lux gesehen? Ein Lux? Doch nicht hier. Hey, warte doch mal. Komm weiter. Hm? Hallo, Streifenhörnchen. Hast du in der Gegend vielleicht einen Lux gesehen? Ein Lux? Hey, wieso erschrecken sich alle so sehr? Der Lux ist eine wilde Raubkatze, Yakari. Alle Tiere haben Angst vor ihm. Pieksnadel! Alle außer mir, denn mich mag die große Katze nicht. Am wenigsten meine Stacheln. Ich habe einen Lux vorbeikommen sehen. Der wollte zu seiner Höhle. Ich zeige euch, wo sie ist. Nehmt euch nur ja gut in Acht. Er ist völlig unberechenbar. Was für ein prachtvolles Tier. Zum Fürchten. Sei vorsichtig, Yakari. Nur keine Angst. Wir sind für ihn keine Beute. Wie ist dein Name? Ich heiße Yakari. Das ist kleiner Donner. Los, ihm nach! Also, ich weiß nicht, Yakari. Ich muss doch Mishipatschu meinen Mut beweisen. Wie hoch er springen kann! Das ist die Chance, ihn einzuholen. Oh, gar nicht so einfach mit meinen Hufen. Oh. Versuchen wir es außenrum. Bist du Mishipatschu, der Geist des großen Luxes? Ja, ganz recht. Ich bin der Lux aus deinem Traum. Doch reden will ich nur mit den mutigsten der Menschen. Er kann schwimmen. Wirst du es schaffen, mir deinen Mut zu beweisen, Yakari? Er meint wohl das Durchqueren der Stromschnellen. Dann folgen wir ihm, kleiner Donner. Das wird nichts, nein. Ach, so überzeuge ich doch niemanden und schon gar nicht Mishipatschu. Wie sollen wir nur unseren Mut beweisen? Im Wettrennen haben wir keine Chance. Und wenn ich noch so schnell laufe, er wird uns immer abhängen, indem er das Gelände wechselt. Außerdem ist er ein guter Schwimmer. Ein fast unbesiegbarer Jäger. Ja. Und wenn wir scheitern, gibt es keinen heiligen Felsen, keinen Tanz des Luxes und keine Beute für die Jäger. Oh, großer Adler. Habe ich dich erschreckt, Yakari? Nein, nur ein bisschen überrascht. Jeder auf der Welt hat vor irgendetwas Angst. Du, kleiner Donner, und selbst Mishipatschu. Wirklich? Ja, sogar er. Großer Adler, warte! Wieso hat großer Adler mir von der Angst des großen Luxes erzählt? Was war das? Warte hier, ich sehe nach. Mishipatschu, sag es mir. Wir nehmen die Spur morgen auf. Da, das sind seine Kratzspuren. Hier oben sind auch welche. Los, folgen wir der Fährte des Luxes. Da müssen wir hochkommen. Nur Mut, kleiner Donner.
Das Gewitter macht alles noch schwieriger. Das ist das letzte Hindernis. Wenn wir das überwinden, haben wir Mishipatsu unseren Mut bewiesen. Jetzt verstehe ich, was Großer Adler meinte. Mishipatsu hat Angst vor Feuer. Los, schnell! Er ist nicht der Einzige, der Angst vor Feuer hat, Yakari. Ganz ruhig. Yakari, du hast deinen Mut bewiesen und mich vor meinem größten Feind beschützt, dem Feuer. Folge mir. Danke, Yakari, denn durch deinen Mut kann der Stamm weiterleben. Nun trete zurück für den Tanz zu Ehren des großen Luchses. Wir bitten dich, Mishipatsu, Geist des großen Luchses, gewähre uns reiche Beute bei der Jagd. Der unheimliche Pferdedieb. Wir sind fast da, Regenbogen. Ich liebe es, Wildpferde zu beobachten. Wer zuerst das andere Ende der Wiese erreicht? Geht klar. Gewonnen! Hey! Wo sind die ganzen Wildpferde hin? Eigenartig, sonst ist das ihr Lieblingsplatz. Oh. Na los, wir schauen nach, woher das kam. Sehr schwer zu sagen. Da entlang. Von oben sehen wir viel besser. Pferden helfen. Oh. Lass uns keine Zeit verlieren. Ja. Ein Jäger allein kann eine so schnelle Herde nicht fangen. Wie hat er es nur geschafft, sie doch einzuholen? Er wird sicher alle fangen, wenn er so schnell ist. Hat die Pferde in eine Falle getrieben. Ho, ho! Hör auf damit! Habt ihr Kinder denn nichts Besseres zu tun? Die Fohlen sind viel zu jung, um sie von ihrer Herde zu trennen. Wir werden nicht zulassen, dass du sie fortbringst. Ich mache, was ich will. Geht woanders spielen. Wir dürfen ihn nicht einfach so gehen lassen. Und wehe, ihr folgt mir! Dann könnt ihr was erleben! Es wäre wirklich besser für euch, mir nicht mehr in die Quere zu kommen. Wie hat er das gemacht? Wir müssen die Fohlen retten, Yakari. Lass uns im Dorf Hilfe holen. Unsere Jäger werden da nicht mitmachen. Sie mischen sich nicht in die Jagd anderer Stämme ein. Ach ja, natürlich. Warte, ich kenne jemanden, der Pferde mehr als jeder andere achtet und uns sicher helfen wird. Wirklich? Erinnerst du dich noch an den Weg, kleiner Donner? Ja, aber sicher. Oh, wie schön sie doch sind. Regenbogen?
Morgen. Darf ich vorstellen? Freies Pferd. Dieser wunderschöne Mustang heißt Freies Pferd? Hallo, Yakari. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich kann es sprechen hören. Es ist nicht mein Pferd, das da redet, kleine Squaw. Oh, meine Freundin heißt Regenbogen. Du hattest versprochen, mein Geheimnis nie zu verraten. Es tut mir sehr leid, aber wir brauchen jetzt unbedingt deine Hilfe. Pferde sind in Gefahr. Ja, er muss da sein. Hoffentlich geht es den Fohlen gut. Dieser Jäger ist sehr schlau. Er schafft es, sich hier zu bewegen, ohne Spuren zu hinterlassen. Nein, sieh mal genau hin. Er hat Zweige benutzt, um seine Fährte zu verwischen. Wir reiten einfach seinen Wischspuren hinterher. Die Fohlen halten ihn auf und dann noch das Wischen. Das heißt, wir sind schneller als er. Das Pferd erkenne ich wieder. Der Jäger hat es geritten. Es war genauso braun. Wir haben ihn. Er ist allein. Aber wo sind die Fohlen? Ihr werdet mich nie erwischen. Wie kann er so schnell verschwinden? Ich hatte doch gesagt, ihr sollt mir nicht folgen. Ja, aber wie kann das sein? Da oben seht ihr? Ihr werdet mich nie erwischen. Das ist eine Falle. Schnell raus hier. Er will uns den Ausgang versperren. Komm schnell hierher. Bist du verletzt, freies Pferd? Nein. Ich verstehe nicht, warum dieser Jäger so unglaublich schnell ist. Ich auch nicht, aber um ihn zu finden, reiten wir außen herum. Es ist zu spät, um der Spur noch zu folgen. Machen wir hier unser Nachtlager. Keine Angst, wir holen ihn ein. Ich verspreche es euch. Aber wie sollen wir das nur anstellen? Er ist viel zu schnell für uns. Ich denke, das ist nur ein Trick. Der Jäger muss ein Geheimnis haben, das ihn so schnell macht. Ja, genauso wie ich mich an der Flanke meines Pferdes verstecke und dadurch unsichtbar werde. Probier's doch mal aus, Regenbogen. Du wirst es nie schaffen, solange du das benutzt. Du musst dein Pferd freilassen, um eins mit ihm zu werden. Toll, Regenbogen! Gibt es viele Frauen, die jagen? Wie war dein alter Stamm? Haben da die Squaws auch Arbeiten der Männer erledigt? Sie haben das Recht, alles zu sein, was sie wollen. Jägerin, Schamanin, auch eine Frau als Häuptling ist möglich. Ein Stamm mit einer Frau als Häuptling. Zwei Fährten? Das kann doch gar nicht möglich sein. Dann sollten wir auch beide verfolgen. Wir haben gar keine andere Wahl. Wenn ihr ihn vor mir findet, gebt ein Zeichen. Ja, abgemacht. Aber was ist, wenn du ihn zuerst erreichst? Ich finde einen Weg, um euch zu benachrichtigen. Das Pferd. Es hat dieselbe Braunfärbung, aber es ist trotzdem nicht das Pferd von gestern. Sagen wir freies Pferd Bescheid. Gebt ihr eigentlich niemals auf? Ihr werdet mir nicht entwischen. Du bist ein Feigling, der sich an Fohlen vergreift. Du hättest mir lieber nicht folgen sollen. Was machst du denn da? Nein, lass ihn in Ruhe. Oh nein. Da, sieh mal. Das kommt sicher von freies Pferd, damit wir wissen, wo sie ist. Nichts wie hin. Der Jäger ist mir entkommen. Und das auch noch mit dem Fohlen und meinem Pferd. Keine Angst, den finden wir schon. Ich kenne Pflanzen, die deine Schmerzen lindern. Der Umschlag, den du mir gemacht hast, hat mir sehr geholfen. Aber jetzt mit dem schmerzenden Fuß bin ich keine Hilfe mehr bei der Suche nach dem Fohlen und dem Appaloosa. Du solltest dich ein bisschen ausruhen. Dieser Jäger ist wirklich sehr listig. Es muss eine Erklärung dafür geben, dass er an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Wartet hier.
Ich komme bald wieder. Irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß ganz genau, dass das Pferd des Jägers gestern keine weißen Ohren hatte. Du hast recht, Yakari. Da hinten ist er. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir dürfen nicht in eine seiner Fallen tappen. Oh, das erklärt alles. Diese beiden sind Zwillinge und ich weiß, wie wir die Fohlen befreien. Doch dafür müssen wir Regenbogen und freies Pferd holen. Schnell, ich habe einen Plan. Oh, oh, ganz ruhig. Ein Wildpferd. Das müssen wir haben. Meinst du, dass es klappen wird? Keine Sorge, großer Grauer ist sehr schnell. Du hast recht. Jetzt können sie uns nicht mehr an der Nase herumführen. Wir schließen uns freies Pferd an. Regenbogen wird uns finden. Sehr gut, großer Grauer. Du machst das großartig. Vielleicht wird's drauf ankommen. Der zweite Jäger taucht sicher von der anderen Seite auf. Ja! Nur noch ein Stückchen. Gleich sind wir da. Ja! Schon wieder das Kind. Los, großer Grauer. Vorwärts. Schnell jetzt. Schnell zurück zum Eingang des Tunnels. Ja. Reingefallen auf ihre eigene Falle. Ja, und sie werden Tage für den Weg um den Berg brauchen. Mit deinen Fähigkeiten kannst du alles erreichen, Regenbogen. Du verstehst dich mit Pferden und kennst alle Kräuter. Du wirst Großes erreichen, da bin ich ganz sicher. Dann lasst uns schnell aufbrechen. Die Fohlen vermissen ihre Herde. Mal sehen, ob sich alle Pferde meiner Herde anschließen wollen. Ich würde gut auf sie aufpassen, denn es soll ihnen nie wieder etwas passieren. Sie werden alle glücklich bei dir sein, freies Pferd.